Wir stehen hier vor einem Flammenmeer, das Amerika noch nie zuvor gesehen hat. Das sind die Überreste von Raccoon City, nachdem die Armee eine Rakete darauf abgefeuert hat. Wie ist die Situation vor Ort? Tja, das Flughafenareal ist komplett abgeriegelt worden. Wir sind von zwei Typen angegriffen worden, die höchstwahrscheinlich infiziert wurden. Das Weiße Haus hat einen Spezialagenten hergeschickt, der soll sich um alles kümmern. Der müsste bald hier sein. Leon S. Kennedy. Wenn jemand gebissen wird, ist er auch infiziert und greift kurz darauf auch an. Man kann die Infektion nur stoppen, indem man das Gehirn des Infizierten zerstört. Ihr Gehirn zerstört? Und wie mache ich das? Schießen Sie ihn in den Kopf. Leon, was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Wir werden durch die Lobby laufen. Sie sind doch verrückt. Die Lobby wimmelt doch nur so von diesen Kreaturen. Aber da können wir sie gut sehen. Das ist unmöglich. Ich habe sie getroffen, ich habe sie umgenietet, ich schwör's. Ich habe nicht vor zuzulassen, dass ich Wolfram als Retter der Welt aufspielen kann. Den T-Virus. Soll das heißen, die Verseuchung im Terminal... Aber der Virus, den sie uns hinterlassen haben, lebt weiter. Leon, du musst unbedingt sofort zu Will Farmer rüberkommen. Die haben den G-Virus. Sie wollten einen Impfstoff entwickeln wie bei dem T-Virus. Aber der Senator hat Frederick angerufen und gesagt, er solle alles vernichten. Resident Evil.